Jetzt wollen wir mal Formeln nehmen, um damit etwas zu modellieren, und zwar Rayleigh-Fraktionierung. In der Rayleigh-Fraktionierung oder mit den Formeln, die hier sind, wird die Isotopie einer Schmelze bzw. eines Gases bei der Evaporation oder Kondensation beschrieben. Dafür gibt es insgesamt 6 Gleichungen, die hier gelistet sind. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, ich mache das nachher beim Diagramm, das wir haben, werde ich das kurz ein bisschen mehr erklären. Nur um einen Start zu machen, also hier zum Beispiel die Gleichung ist die des Isotopenverhältnisses in einer verbleibenden Schmelze bei der Evaporation. Man hat als Schmelze Gas evaporiert und dann wird beschrieben, wie das Isotopenverhältnis in der verbleibenden Schmelze ist. R steht für Ratio, L für Liquid, also das ist das Isotopenverhältnis in der Schmelze, das ist das Anfangsisotopenverhältnis R0, das ist der Anteil des evaporierten Gases und dann ist Alpha der Fraktionierungsfaktor. Also wie ist das die Isotopenkonzentration in der Schmelze und im Gas und das Verhältnis daraus, beziehungsweise daraus berechnet sich dann Alpha. Und so sind die anderen Formeln auch entsprechend aufgebaut. Jetzt habe ich hier schon mal so ein paar Sachen vorbereitet zum Importieren. Und dann will ich jetzt einfach mal diese erste Formel hier plotten. Das heißt, ich schreibe die einfach ab. Da steht also R0, ich lasse das L jetzt mal weg, oder ich kann da schreiben RL0 mal und dann F. Und jetzt mache ich das mal mit diesem Numpy Power. Da kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. F hoch und dann kommt hier 1 durch Alpha minus 1. Und dann probiere ich das zuerst mal aus. Also ich brauche irgendeine RL0. Dafür nimmt man eigentlich ganz gerne auch schlicht 1. Damit kann man nämlich das Ganze im Grunde genommen auch weglassen. Aber wir lassen es hier mal dabei. Dann brauchen wir was für F. Nehmen wir mal 0,5 und ein Alpha, das ist immer rund um 1. Sehr nah an 1 dran, zum Beispiel 0,98. Dann rechne ich es einmal aus und dann kriege ich hier das Isotopenverhältnis in der Schmelze raus, wenn 50% evaporiert sind. Und dann kann ich das Ganze auch als Abbildung machen. Und dazu mache ich dann, oder in der Abbildung, das hier ist dann Y, wäre das. Und dann brauche ich ein X. So, und X ist ja jetzt F. Ja, das ist ja auf der X-Achse. Das heißt, deshalb nenne ich es auch nicht X, sondern ich nenne es gleich F. So, ein F ist gleich, und jetzt kommt von NumPy dieser Linear Space, Lin Space, und der geht jetzt von 0 bis 1, denn ein Gas kann nur entweder, oder eine Schmelze kann nur entweder vollständig evaporiert sein, oder sie kann, oder es kann überhaupt kein Gas da sein. Also bei 1 wäre dann alles Schmelze und bei 0 wäre alles Gas. Und dann kann ich das Ganze plotten. Dann mache ich PLT, Plot und dann F, Y. Und dann bekomme ich hier eine Kurve raus. Jetzt kann man schon ein bisschen sehen, die knickt hier so ein bisschen ab. Und das liegt vielleicht daran, dass man hier nur 50 Werte hat. Jetzt mache ich hier einfach mal 200 rein. Und dann wird das Ganze, oder 2000, dann wird das Ganze schon so ein bisschen runter hier vorne. Ja, das muss man immer ein bisschen im Kopf haben, dass hier an sich eine 50 steht, also 50 Werte hier generiert werden. Und jetzt kann ich weitergehen und kann die nächste Formel nehmen. Und die mache ich auch nochmal. Dafür mache ich hier ein bisschen Copy-Paste und ich nenne das hier mal Y evaporieren 1 und dann das hier Y evaporieren 2. So, und da muss man sehr gut aufpassen beim bei Copy und Paste. Dann steht wieder RL01, dann steht, das hier ist gleich und davor steht noch ein 1 durch Alpha. Das heißt, der Teil ist gleich und davor steht noch, und das mache ich dann in Klammern, 1 durch Alpha. So, und jetzt muss ich auch hier aufpassen. Jetzt könnte ich hingehen und könnte das Ganze so schreiben, dass ich eine
einen zweiten Plot machen, dann habe ich beides hier drin. Oder, das sind jetzt eben unterschiedliche, da kommen wir nachher drauf, oder ich kann es auch hintereinander schreiben. Also ich kann das hier nehmen und das hier hinten hinschreiben. Das geht auch. So kann man in eine Plot-Funktion zwei Plots reinmachen. Führe ich das aus, kommt natürlich genau das Gleiche raus. Und jetzt kann ich die ganzen Formeln hier weiter einsetzen. Oder ich mache mal, bevor ich das mache, mache ich hier noch ein kleines Interact draus, um das F hier, nicht das F, das Alpha verändern zu können. Das heißt, ich schreibe jetzt hier mal hin, def, und dann soll das sein Plot für Evaporation und Condensation. Und hier geht Alpha rein. Und dann muss ich das Ganze hier natürlich einrücken. Das hier auch. Beziehungsweise mache ich dann noch einen Return mit dem Show-Befehl. Und dann kann ich das ausführen, beziehungsweise mache ich einen Interact. Da kommt dieser Befehl rein, evap cont und alpha. Und das wird jetzt mal gehen von, sagen wir mal, 0,1 bis 2. Das ist zwar ein irrsinniger Bereich, normalerweise rund um 1, aber nur zu Demonstrationszwecken. Dann führe ich das aus. Und dann soll hier noch ein Gleichheitszeichen rein. So, und dann funktioniert das Ganze hier schon mal. Und dann kann ich hier das Alpha hier verändern und habe hier auf der Achse drauf, hier unten also der Anteil Schmelze bzw. Gas und hier dann das Isotopenverhältnis. Und jetzt kann ich hier die ganzen anderen Gleichungen reinholen, die habe ich hier mal vorbereitet, damit das nicht so eine lange Tipperei wird. Und dann kopiere ich die hier mal rein. Und habe die dann, und muss die natürlich hier unten noch reinmachen. Also hier dann evap 2 und dann 3. Und dann sind diese 3 hier. Und jetzt hätte ich gerne das Ganze auch noch für die, das ist die Evaporation, jetzt hätte ich das Ganze auch noch gerne für die Kondensation. Und dann würde ich doch eigentlich lieber zwei Plots nebeneinander haben. Das heißt, ich brauche hier Subplots. Also ich fange hier oben dann an und schreibe dann für die Subplots das hin. Also das Ganze muss eine Figure sein. Dann haben wir zwei Achsen, also sind die beiden Plots. Und dann habe ich hier die Subplots und da will ich dann eine Reihe mit zwei Spalten haben und ich mache auch noch eine bestimmte Größe, Fix Size, und da gibt man dann einfach ein Verhältnis an und das soll dann sein, vielleicht 9 und 6. So, und jetzt steht hier, das Ganze bleibt gleich, das ist in Ordnung, aber hier steht dran, an der das war noch eins zu früh. Ich mache es kurz rückgängig. So. Also, Axis 1 soll sein, ein Subplot mit einer bestimmten, das sind die Größenangaben. Und das soll der erste sein. Und Axis 2, das soll der zweite sein. Deshalb steht dann hier hinten eine 2. Und jetzt habe ich den Plot, das ist Axis 1, das ist der erste Plot. Ich führe das mal einmal aus, zu zeigen, dass das dann hoffentlich funktioniert. Was haben wir jetzt? Was fehlt hier wahrscheinlich nur, weil ich noch keinen zweiten Plot habe, würde ich fast vermuten. Okay, takes one or three positional argument, but two are given, take one or three positional arguments. Subplots muss das hier oben heißen. Ein Tippfehler. Hier ist es Subplot und hier oben ist es Subplots und zwei unterschiedliche Befehle. So, jetzt haben wir die beiden hier nebeneinander. Allerdings, das ist ein bisschen größer, allerdings soll hier bei dem das Ganze die Kondensationsgleichung sein. Also hier muss überall Cond rein.
und dann haben wir hier jetzt Condensation. So, und jetzt kann man anfangen, das Ganze so ein bisschen zu formatieren. Und das werde ich jetzt alles einmal auf einen Schlag reinkopieren, sonst tippe ich hier Ewigkeiten und dann nur durchgehen und das ein bisschen erklären. Kopiere das jetzt alles mal hier rein. Ich muss nur gucken, dass ich es an die richtige Stelle kopiere. Ups. So, das hier ist das von eben. So, und dann habe ich, das ist nur für die Achsen, dass die Achsen von 0 bis 1 gehen. Ja, man sieht ja gerade, es ist etwas unterhalb von 0 und etwas oberhalb von 1, dass damit die Achsen der beiden Plots jeweils von 0 bis 1 gehen und auf der Y-Achse von 0 bis 2. Dann ist das hier das Label für die X-Achse, damit auf der X-Achse steht beim ersten Plot Fraction Liquid und beim zweiten Plot Fraction Gas. Und auf der Y-Achse, die sind ja beide gleich, steht einfach nur Isotope Ratio, aber eben für beide Achsen. Also man könnte auch, wenn man möchte, hier oben noch so ein Share Y einfügen und True. So, das gehört praktisch noch dahin. Dann, das hier brauche ich gar nicht. Sehe ich gerade, das ist... Kann ich doch ausmachen, das ist noch ein Überbleibsel. Dann soll hier oben einfach ein Titel stehen, Evaporation, Color B steht für Blue, man kann ja alles mögliche reinschreiben, RGB, sonst irgendwas. Und beim zweiten Condensation. Und dann soll noch eine Legende hier sein, dass man auch sieht, was diese einzelnen Kurven sind. Ja, das kann ich nochmal runtersetzen, Legenden, was die Kurven sind, sehen wir gleich. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die machen einfach eine horizontale Linie bei 1, also Y gleich 1, gibt es eine horizontale Linie, die ist grau, mit so gestrichelt und die Breite ist 1. Und dann führe ich das Ganze aus und dann habe ich das hier. So, und jetzt kann ich den Slider hin und her fahren und ich sehe, wie sich das in Abhängigkeit vom Fraktionierungskoeffizienten hier diese Kurven verändern. Ich setze mal ein bisschen hoch, um da hier mal ein bisschen was zu sehen. So. Man hat jetzt zum Beispiel die blaue Kurve. Jetzt hat man Fraction of Liquid. Das heißt, hier ist alles Schmelze. Und dann hat diese Schmelze diese Isotopenzusammensetzung. Sobald das Material evaporiert, wird diese Schmelze isotopisch schwerer, weil im Isotopenverhältnis ist das schwere Element, also das schwere Isotop oben, das leichte unten. Das heißt, die Schmelze wird schwerer. Das Gas, das hier evaporiert, hat eine leichtere Isotopenzusammensetzung. Deshalb ist es hier unten. Und je mehr Material jetzt evaporiert, desto schwerer wird die Schmelze, bis sie zum Schluss ganz schwer wird. Und das letzte Gas natürlich auch relativ schwer ist, was von dieser Schmelze evaporiert, weil die Schmelze selbst sehr schwer ist. Isotopisch schwer, also das Verhältnis von dem schweren zu leichten Isotop sehr hoch ist. Und das Gas nähert sich natürlich ganz zum Schluss der Ausgangszusammensetzung der Schmelze an. Und das Ganze ist hier umgekehrt. Hier ist das Gas, das heißt, es ist die Gaszusammensetzung. Wenn das Gas kondensiert, es kondensiert in diese Richtung, wird es immer, immer leichter, das Gas, weil die schweren Isotope zuerst kondensieren, also in die Schmelze gehen. Hier ist die erste Schmelzzusammensetzung. Die Schmelzzusammensetzung ist also am Anfang schwer, wird dann immer leichter, bis sie hier wieder ankommt. Und das Ganze ist deshalb 1, weil dieses R0 1 ist. Ja, wenn ich jetzt für R0 hier was anderes setzen würde, dann würde es anders aussehen. Die beiden braucht man nicht mehr, weil die sind jetzt, das F ist ja Teil von der Funktion. Also hier, das ist F, das ist X und Alpha ist das, was wir verändern in Interact. Aber wenn wir jetzt für R02 machen, sieht es anders aus. Kann natürlich auch hingehen und könnte noch zusätzlich hier hinschreiben, was RL0 sein soll. Ist gleich von, keine Ahnung, 0 macht keinen Sinn, 0 schreibt trotzdem 0 bis 5 von mir aus. Und dann kommt hier noch RL0 rein, dann kann man das hier oben auch wegmachen, braucht man auch nicht mehr. Und dann hat man Alpha, das man hier ändern kann, und hier das RL0. Und entsprechend ändern sich dann diese Diagramme. Also so kann man
jetzt tatsächlich Formeln nehmen, in dem Fall für die Rayleigh-Fraktionierung, und sich sehr schöne Diagramme machen, um darin dann zu studieren, wie sich in Abhängigkeit von diesen Parametern diese Kurven ändern.